Moin moin und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64 und dem Gold im Goldbarren. Wir sehen 0,nichts. Okay, wir sind im Ansichtsmodus, erklärt einiges. Wir haben im letzten Part einen Leuchtturm wieder in Gang gebracht, der hat es uns mit einer goldenen Banane gedankt und anschließend haben wir noch, so war das geplant. Haben dann anschließend ein Geisterschiff gekapert, um dort noch eine goldene Banane rauszuballern und vieles mehr. Wenn es euch interessiert, schaut einfach in die Playlist, da ist alles drin. Jo, und dann haben wir den Wasserpegel erhöht und können jetzt auch hier oben landen. Und da schauen wir doch jetzt einfach mal mit Lenky nach, sammeln alle Bananen ein. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keine Bananen mehr einsammeln, Lenky. Was machst du denn? Und was war das denn für eine Aktion, bitte? Aha. Die Kamera, ne, die hat schon wieder was gegen mich, wie wir sehen. Aber da. Okay, gleich sind wir oben. Mal schauen, was da oben ist. Ich tippe auf ein Bonusfass. Also wieder auf ein kleines Minispiel, das es zu lösen gilt. Hoppla, hoppla. Jawohl. Ein weiteres goldenes Bananenfass. Schein und Sein. Oh, das ist neu. Was ist denn die Aufgabe, guter Herr? Suche und treffe alle Claptraps. Drücke A, um Melonen abzufeuern. Alles klar. Ach, der Mist. Okay. Relativ einfache Mechanik. Wir müssen hier diese kleinen Dinger mit Melonen beballern. Aber da unser Sichtfeld etwas eingeschränkt ist. Ein ganz klein wenig. Das ist die Schwierigkeit dabei. Aber da man ja weiß, dass die alle hier unten spawnen. Normalerweise. Scheinbar nicht immer. Ist es jetzt nicht so schwer gewesen? Der Part fängt doch gut an. Vielleicht mal eine goldene Banane am Anfang. Und damit brauchen wir für Lenky nur noch den Hassan. Wuhu! Autsch! Das tut doch weh! So, hier brauchen wir wieder Diddy. Diddy, 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 Diddy. Bin ich Diddy. Diddy. Und dann müssen wir uns einfallen lassen. Ah, Mann. Wie wir dann mit Donkey nach hier oben kommen? Weil hier ist sein Hassan. Ich überlege gerade schon, wie man das Problem am besten lösen. Wirklich eine Idee habe ich jetzt noch nicht. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Wie soll man denn da hochkommen mit DK? Das mit DD schafft man es ja mit dem Schwanzsprung, aber. Wie mit DK? Das wird die Frage sein. Aber vorher spielen wir das Minispiel Wankende Wachen erneut. Ja, steige durch das Labyrinth und lasse dich nicht erwischen, bevor du ins Ziel kommst. Probieren wir's mal. Na. Sackgasse. Na, das ist doch fein. Okay, also da müssen wir schon mal nicht lang. Probieren wir's mal hier. Hoppala. Nein, nein, nein. Nein, verdammt. Wir wurden enttarnt. Probieren wir es halt gleich noch einmal und laufen diesmal gleich den richtigen Weg entlang, in der Hoffnung, dass uns diese Rabauken hier nicht noch einmal schnappen. Wir sind gerade wieder in einer kleinen Teufelsspirale gelandet. Ich schaffe es beim ersten Mal nicht, möchte es im zweiten Versuch schneller machen und weil ich es schneller machen möchte, schaffe ich noch weniger. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ah, jetzt. Jetzt kann ich dran vorbeischlüpfen. Du drehst dich um. Dreh dich um. Ja, genau so.
Aber jetzt? Mhm. Nein, 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 nein. Was? Okay, also einfach hinter ihm bleiben. Jo, eine Runde Try and Error. Man könnte natürlich auch als unerfahrener Spieler darauf warten, was machen die ganzen Leute? Wie komme ich da am besten dran vorbei? Also die Bewegungsabläufe ansehen und dann so lange warten, bis sie den Ablauf wiederholen. Aber, rababer. Es geht natürlich auch anders. Dann drehe ich mal weiter. Ja. Seht ihr, und schon sind wir dran vorbei. Ach du Kacke. Drei auf einmal. Ja, das wird lustig. Gehen wir erstmal hier lang. Sackgasse? Sackgasse. Oh mein Gott, eine Sackgasse. Nein. Wer hätte denn bei drei Wegen erwartet, dass wir gleich den falschen Weg nehmen? Aha! Also so langsam, ne, schlaucht es. Mann, meine Güte, wir haben schon wieder 6 Minuten verprasselt, nur indem wir zwei Bananenfässer abklappern. Und da sage ich am Anfang der Folge noch, ja, läuft doch gut. Nee, läuft nicht gut. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Na komm. Das ist nervig, dass man hier warten muss, damit der endlich weiterläuft. Aber das ist scheinbar nur eine Geduldsprobe. So, ich laufe jetzt erstmal hier lang. Und das, nein, ist es nicht. Also ist es der letzte Weg, den wir gehen. Ach, Leute, es tut mir so leid, dass ihr das mit ertragen müsst. Aber jetzt haben wir es theoretisch gesehen schon geschafft. Es sollte jetzt kein Problem sein, hier durchzukommen, wenn ich mich nicht wieder saublöd anstelle. Jetzt kennen wir ja den Weg mittlerweile auswendig. Wissen, wie wir reagieren müssen, beziehungsweise wie lange wir warten müssen. Na komm, lauf weiter. Sei ein braver Wachdino. Weiterlaufen. Okay, und jetzt nur noch die drei hier verarschen. Na, komm. Okay, oh, da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Und wie komme ich an dir vorbei, du Schatzkeks? Ah, hier drüben. Oder? Ja. Noch einer. Alter, ist das groß hier. Ja, ich habe ja gesagt, die Dinger werden immer schwerer. Und hier haben wir ein gutes Beispiel dafür. Denn das erste hiervon war nicht ansatzweise so schwierig wie das. Noch einer, natürlich. Oh, wir haben es geschafft. Puh. Mit 3 Restsekunden ins Ziel gewandert. Gottes Willen. Aber damit ist auch Diddy fertig. Woohoo. Ja, Diddy, du kannst dich freuen. Aha. Schalterplatte 4. So. Bevor wir jetzt aber hier ewig weit runterspringen und dann die Schalterplatte 4 suchen, machen wir es einfach so. Und sehr ein Tauschfass und gehen dann so direkt hin. Weil ich weiß, sonst hätte ich jetzt zu DK gewechselt und dann wieder ewig die Schalterplatte 4 gesucht. Da ist die Lösung so natürlich wesentlich besser. So, DK. It's your turn. Habe ich nur ein Problem. Ich weiß nicht, wo Junkies letzte goldene Banane versteckt sein soll. Weil wo wir eine finden, wissen wir ja. Das haben wir ja gesehen. Das ist das lustige Spiel mit den Kanonenkugeln, die wir auf die Zielscheibe an der Wand ballern müssen. Aber die letzte, das ist so eine Frage. Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Oder brauchen wir für die noch die Medaille oder hat er die schon? Er hat sie noch nicht, aber mit dem Ballon haben wir die dann. Hat seine nicht. Damit
Tanki erst 42 Bananen? Wieso? Das ist jetzt eigenartig. Vor allem da ich nicht weiß, wo die letzte goldene Banane sein soll. Ich schätze mal, dort wo die goldene Banane ist, da hängen dann haufenweise Luftballons rum. Oder mindestens 2 oder 5er Bananen. Aber was soll denn das sein? Aus Zeitgründen werden wir das dann aber auch wieder anders lösen. Da ich keine Lust habe. Wieso funktioniert es nicht? Funktioniert es so hier? Nee. Na gut, dann geht's erstmal nach oben hier. So, und jetzt mit 12 Schuss. Ja. Major, wir haben arg begrenzte Munition. Aber wir haben One Shot. Getroffen, was wir treffen wollten. So. Lenky ist dran. Ja, ich weiß, wir wollten eigentlich erstmal mit Junkie die goldene Banane noch holen. Aber bevor wir das machen, können wir... Was zum Teufel ist denn jetzt los? Einen Moment bitte. Hier spackt gerade alles rum, was rumspacken kann. Moment. Bildschirm spielt gerade Flipper. Okay, jetzt geht's wieder. Tut mir leid. Wir hatten leichte technische Probleme. Könnten denn für Junkie noch so viele Bananen rumschwirren? Ich bin arg verwirrt, Leute. Arg verwirrt. Ja, ein bisschen Munition kann nicht schaden. Die hätten wir noch für Tiny haufenweise Bananen gehabt. Die brauchen wir aber nicht mehr. Bam. Und verpiss dich. Zack. Gut, auch Lenkys Blaupause. Aber Junkie ist und bleibt mir ein Rätsel. Aber bevor wir das dann nachher suchen, werde ich das dann wieder am Anfang des nächsten Parts reinbringen. Weil wir werden jetzt hier an dem Rumgeballere auf die Zielscheibe schon lang genug beschäftigt sein. Da brauchen wir uns nicht auch noch damit beschäftigen, für Junkie die letzte Banane zu suchen. Das mache ich dann einfach offscreen und dann löse ich das wie bei DK. Dass wir dann beim nächsten Mal einfach davor stehen, beziehungsweise vor der Aufgabe stehen. Kann doch nicht sein, was soll das denn sein? Trüb dich, trüb dich. Was ist das denn? Ah. Okay, ich sehe schon, der Hasan wird richtig nervtötend. Weil der ja auch immer wieder kommen muss. Selbst schuld. Hui. Hui. Und los geht das Minigame. Wir erinnern uns, setzt den Hammer. So, dahin wollen wir schießen und Feuer. Ach ne, Z. Hehehe. Dafür ein Tutorial, das wäre mal gut gewesen. Das ist der Punkt, wo wir hinzielen wollen. So, und zack. Jawohl. Und eine 180 Grad Drehung. Und ach du Gott, Güte. Soll das euer Ernst sein? Da soll ich hinschießen? Wird doch nie was. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Ja, wenigstens ist er gleich umgefallen. Komm, rüber da jetzt. Ich will diese goldene Banane hier noch. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir es diesen Part noch schaffen oder erst im nächsten, dass wir uns an den Boss ranmachen.
Das werde ich dann entscheiden, wenn die Zeit soweit ist. Bam. Okay, 2 Schuss. 4 haben wir noch und 20 Sekunden in etwa. Natürlich, die Zeit läuft eiskalt weiter. Seems legit. Gut, also treffen wird man schon mal. Jetzt müssen wir nur noch das Ganze timen. Okay. Schaffen wir wieder nicht. Das schaffen wir wieder nicht, Leute. Doch. Jetzt wurde getroffen. Jawohl, goldene Banane. Schön. Das Spiel kommt mir entgegen. Was ist denn heute los? Autsch. Donkey Kong. So, jetzt schaue ich nochmal fix durch. Also für Chunky fehlt noch eine. Das wissen wir ja. Da finden wir dann hoffentlich auch genügend Bananen. Ist fertig, ist fertig, ist fertig, ist fertig. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, ab zum Boss. Ist Boss Time. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Wenn ich das nicht in der Zeit schaffe, naja, dann überziehen wir halt ein bisschen. Da beschwert sich ja am Ende auch keiner drüber. Hui. Wird die Folge halt mal 2 Minuten länger. Oh. Oh, seht ihr, genau deswegen sammle ich immer gleich alle Bananen ein, die ich finden kann. Wo geht denn das hier hin? Ich wette, hier ist noch irgendwas für Chunky. Weil der hat hier effektiv nichts gemacht. Naja, das schaue ich mir dann später mal an. Jetzt ist erstmal Boss angesagt. Und ich weiß noch, das war der erste Boss, mit dem ich, den ich nicht geschafft habe. Warum werdet ihr gleich sehen? Na komm, rüber da. Jawohl. Okay. Und jetzt dürft ihr mal raten, mit wem wir den Boss besiegen müssen. Wir nehmen erstmal Tiny hier. Und geben Bananen ab. Was? 250? Ah, kriegt man noch hin. 300 haben wir auf jeden Fall. Und da ich glaube, dass man im letzten Level 450 oder gar 500 Bananen braucht. Und ich zu faul bin, die alle zu sammeln. Beziehungsweise zu suchen. Werden wir da etwas rumtreten? Denn es gibt eine Möglichkeit, hinter diese Tür zu gelangen, ohne auch nur eine Banane abzugeben. Und diesen Trick werden wir anwenden. Damit ihr den wenigstens mal gesehen habt, werde ich vorher mal offscreen ein bisschen üben. Aber bis dahin ist eh noch Zeit. Lasst euch überraschen. Dam, 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 da, dam. Ja, mit Didi noch ein paar Bananen abfeuern. Und das Nilpferd wird immer fetter und fetter. Guckt euch den Oschi an. Njam, 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 njam. Ja, dieser Weg durch die, ich sag's jetzt gleich, durch die Wand. Wird meist von Speedrunnern, das heißt meistens, wird immer von Speedrunnern verwendet. Einfach weil hunderte von Bananen dort abdrücken, das dauert einfach zu lange. Und würde den Sinn vom Speedrun vollkommen aufheben, weil wenn man hier 5 Minuten rumsteht und die ständig mit Bananen füttern muss, gehen wichtige Sekunden verloren. Und das Schwein öffnet die Tür und... The fighter today is Lanky. Ja, heute ist Lanky dran. Und der bekommt einen vom Spieldesign her richtig coolen Boss. Aber wie ich auch finde, arg schweren Boss. Den ich bisher noch nie geschafft habe. Also stellt euch auf Fails ein. Ich werde ihn jetzt einmal zeigen. Da schaffen wir es ja auch direkt. Unwahrscheinlich, aber kann ja passieren.
Ja, und Lenky fährt gut. In der Nussschale. Oh, was war das? Oh, war das gruselig. Erstmal Licht anmachen. Geht das? Ja. Oh mein Gott! Und ganz ohne Steuerungserklärung. Ah! Ja, und jetzt haben wir hier in dieser kleinen Kokosnussschale durch die Sirene zu fahren. Und dann tauchen diese kleinen Säulen hier auf. Und ich glaube, davon müssen 5 oben sein. Jedes Mal, wenn wir so einen Stern durchfahren haben, haben wir 30 Sekunden Zeit. Genau. Um durch den nächsten Stern zu kommen. Und diese sind dann jede Runde anders positioniert. Von daher bleibt das nicht so einfach wie in der ersten Runde. Na, wo ist der letzte? Stern? Ja. So, ich mache jetzt meine 180-Grad-Wende. Weil ich glaube, wenn man links rumfährt, kommen die Sterne schneller hintereinander. Oder? Oh Mann. Jetzt rastet er aus. Böser Goldfisch. Ach ja, das kommt auch noch dazu. Die Zeit, die wir haben, wird immer kürzer. Also sind es nur 25 Sekunden und ihr könnt euch ja schon vorstellen, wie das jetzt so weitergehen wird. Ah, Mist. Ich. Lass mich in Ruhe hier. Und das Problem ist, man muss hier immer aufpassen, wo die Sterne landen. Ah, Mist. Und seht ihr, wir haben jetzt schon fast eine ganze Melone verloren an Leben. Mensch, da schon die ganze. Ja, eine ganze Melone. Und das wird nicht einfacher. Nee, das wird immer schwerer. Und allein diese Welle hier, die geht mir so auf den Piss. Ich glaube zwar nicht, dass sie größer wird, aber jetzt kommt noch als kleine Dreingabe, dass von oben kleine Kometen runterfallen. Fahr nochmal in die andere Richtung hier. Ja, seht ihr. Autsch. Das war nicht fair. Das ist der nächste. Zack. Ah, Nervenkitzel. Nur und Gehirn gegrillt. Ich glaube, bei dem brauchen wir auch wieder 5 Treffer. Ja, jetzt sind es nur noch 15. Ich glaube, es geht runter bis auf 10 Sekunden. Oh, nein, 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 nein. Komm her hier. Dankeschön! Oh, ihr wisst gar nicht, wie zittrig meine Hände gerade sind. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt los? Wieso fährst du nicht? Eine Bananenhälfte. Juhu. Das kann doch nicht gut ausgehen. Not. Und was jetzt deprimierend ist, das war der vorletzte Treffer. Wir müssten das jetzt noch einmal schaffen. Aber ich bezweifle irgendwie, dass wir das noch einmal schaffen. Wegen der Kombination seiner Fähigkeiten. Er spuckt Feuer, Feuer fällt vom Himmel. Dann kommt diese dämliche Welle, die er immer mal macht. Und mittlerweile ist er auf dem Ziel hin besser geworden. Und die Sterne sind kleiner. Ja, natürlich. Ja, warum denn auch nicht? Können sie noch besser übersehen. Okay. Hier. Komm, einen noch. Wo bist du? Stern? Da. 5. Drill your brain! Ja, wenn das Hirn zu groß wird, wegen Überhitzung, passiert genau das. Man wird zur Flunder. Bei Berührung mit Wasser verwandelt man sich zum Schlüssel. Und Lenky hat es im First Try geschafft. Sehr schön.
So. Der Boss ist besiegt. Boss ist besiegt. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Bye bye.